Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV, kurz vor 11 am 29. April. Ja, wir wollen auf den DAX schauen, hier auf die entscheidenden Marken, nachdem so recht hier noch nicht richtig Stimmung aufkommen kann. Wir sind zwar leicht im Plus, komfortabel in Anführungszeichen mit 0,24% aktuell, aber so richtig viel Action ist noch nicht passiert. Mag an dem Fed-Event liegen oder aber an dem, was jetzt noch vor uns steht, denn 11 Uhr kommen hier eine ganze oder kommt hier ein ganzes Sammelsurium an Konjunkturdaten. Da können wir mal kurz hier auf die Startseite von Gottmauer Trader gehen. Da sehen Sie hier 11 Uhr, was uns hier erwartet. Ringsumherum alles Mögliche an Daten, Konjunkturdaten zum europäischen Raum. Und das dürfte jetzt hier in wenigen Minuten sicherlich hier für Bewegung sorgen. Grund genug eben, und dass wir hier mal auf den DAX schauen, der sich ja, wie auch gestern schon bemerkt, ja doch zurückzog hier an dieser langfristigen Abwärtstrendlinie, wohlbemerkt langfristig im Stundenchart-Intervall. Hier hat er sich den Kopf gestoßen, bereits am 27. dann gestern hier zur Eröffnung nochmal eben am Dienstagshandel, und dann ging es hier schnurstracks herunter. Und wir sind jetzt hier unterhalb des Wochenpivotpunktes gefangen. Die Tendenz, dass wir hier eine tendenzielle Schwäche aufbauen können, ist nicht vom Tisch, keinesfalls. Letztlich ist aber hier so ein bisschen A, das, was jetzt in wenigen Minuten vor uns steht, und B, insbesondere natürlich das heutige Fed-Event, das, worauf die Marktteilnehmer schauen. Ich möchte hier dennoch versuchen, den DAX mal im Stundenchart so ein Stück weit einzugrenzen. Was sehr schön sich hier herleiten lässt, ist praktisch hier von dem Tiefpunkt des 17. April, der Abendindikation ausgehend, hier diese Aufwärtstrendlinie. Wir holen uns das Bild mal groß in den Chart. Ja, die hier mehrfache Bestätigung erfuhr. Und grundsätzlich kann man sagen, wir haben hier in dem Bereich ja rund 12.000 bis 11.700 so eine Art Range während der letzten Tage etabliert. Ja, das ist hier ganz klar zu sehen, dass wir hier mehr oder weniger seitwärts oszillieren, ohne einen klaren Impuls auf der Oberseite zu erzeugen. Wir hatten hier am 21. den Versuch nach oben, dann am 22. nochmal, hier zuletzt 27. und dann 28. Aber hier ist definitiv der Deckel oben drauf. Hier rund bei 12.025 Punkten. Auch das Resistance Level 1 da bei 12.037 zu finden anhand des Wochenpivotpunktes. Hier ist so ein Stück weit eben der Deckel drauf. Auf der Unterseite hingegen haben wir hier sehr schön zu sehen, dass wir knapp über oder um die Marke von 11.700 Punkten Käufer sahen. Zuletzt reichte die Kraft hier nach unten gar nicht mehr aus, das Level von 11.7 zu testen, aber das sind im Prinzip die Key Level, auf die es zu achten gilt. Definitiv sollte der Markt unter 11.7 abtauchen, dann kann das hier eine ganz starke Abwärtsspirale nach sich ziehen. Das könnte dann relativ, ja, beschleunigte Abwärtsaktivitäten initiieren, die den DAX dann eben rasch Richtung 11.4, 11.350 zurückführen. Oder aber, wenn wir hier über die Marke von 12.050 rausziehen, ja, dann wäre hier definitiv der Bulle wieder am Drücker und dürfte dann hier, ja, durchaus den DAX wieder auf neue Allzeithochs führen können oder zumindest in Richtung dieser Allzeithochs. Wir haben hier den Vorabwiderstand noch im Bereich um 12.100 Punkten, den es dann auf dem Weg nach oben, sofern wir hier diese untergeordnete Widerstandsbarriere um 12.025 überwinden könnten, dann muss der DAX natürlich noch über 12.100 hinaus. Aber sollte es gelingen, diese Seitwärtskonsolidierung oberhalb von 12.025 aufzulösen, dann dürfte das Level von 12.100 eigentlich auch nur ein, ja, ein Durchgang sein, im Sinne dessen, dass der DAX dann hier eben Niveaus um 12.300, vielleicht 12.400 Punkte wieder ansteuert. Das muss sich aber erst zeigen. Ansonsten bislang, und das war auch das Schwierige in den letzten Tagen, den DAX dann ein Stück weit einzufangen. Wir sind hier aktuell in einer Range gefangen. Oben 12.025, unten 11.700. Es ist nicht, sagen wir mal, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass wir jetzt vor dem Fed-Event hier möglicherweise schon ausbrechen. Das könnte hier wahrscheinlich erst im außerbörslichen Handel heute nach 20 Uhr erfolgen. Jetzt haben wir in wenigen Sekunden die Daten zur EU. Mal sehen, ob es dann einen Impuls gibt und ob wir hier direkt einen Touchdown sehen, dieses Levels von 11.7, Schrägstrich vielleicht von 12.025 auf der Oberseite. Das dürfte man mal gespannt abwarten. Letztlich, wie gesagt, die Daten dürften dann gleich reinkommen und dann muss man mal abwarten, wie der DAX hier reagiert. So, die neue Stunde hat begonnen. Das sehen wir hier an dieser Kerze, die just hier neu aufgemacht wurde, nach der zuletzt bullischen. Wie gesagt, wir oszillieren seitwärts. Da ist noch nichts Großes passiert. Wirtschaftsstimmung April, ich bin gespannt. Wir haben noch keine Daten, aber zumindest der DAX reagiert bislang kaum.
Also insofern bleibt das Spiel hier erstmal am Laufen. Kurzfristig, untergeordnet von den eben genannten Marken, haben wir hier bei 11.800 einen Support. Und hier oben im Bereich 11.800 können wir auch direkt das hochnehmen, der Indikation der 9 Uhr Kerze hier 11.880. Das wäre hier definitiv ein Level, welches kurzfristig hier Beachtung finden sollte, wenn der DAX über 11.880 rauszieht oder eben unter 11.800. Das dürfte dann in der Folge hier eben kurzfristiges Potenzial eröffnen, hier einerseits bis zu dieser Abwärtstrendlinie, andererseits, wenn es nach unten geht, Richtung 11.7. Aber es ist ein Range Day, ich möchte mich jetzt hier gar nicht festlegen, wohin der DAX jetzt definitiv ausbrechen wird. Ich präferiere leicht einen Abgang nach unten während des weiteren Tagesverlaufs, unter Umständen auch dann ab heute Abend, je nachdem, was die Fed da postet. Die Wirtschaftsstimmung übrigens im April bei 103,7 Punkte, erwartet wurden 103,9. Also leicht schwächer ausgefallen, dem DAX stört das erstmal nicht. Konjunkturklima auch hier leicht besser als erwartet. Also da tauschen sich jetzt hier die Konjunkturdaten Schlag um Schlag ab in Sachen positiver und negativer Tendenzen. Der DAX reagiert, wie gesagt, bislang gar nicht drauf. Und insofern müssen wir hier abwarten, was der Nachmittag dann noch bereithält. Wir haben letztlich hier am Nachmittag auch noch einiges aus den USA. Einerseits das Bruttoinlandsprodukt, erste Veröffentlichung 14:30, das kann spannend werden. Und dann haben wir auch noch 14 Uhr die Verbraucherpreise für den Monat April aus Deutschland. Also nicht Amerika, sondern dann 14 Uhr Verbraucherpreise für April. Das ist wie gesagt auch ein Fokus. Also 14:30 nochmal auf den DAX schauen, da kann es nochmal turbulent werden. Bis dahin hier sicherlich zwischen 11.880 und hier 11.800 seitwärts oszillieren, geht es kurzfristig dann raus. Dann darf man hier mal gespannt sein, wie diese Begrenzungslinien, die ich jetzt mal ein Stück weit auch hervorhebe, ihre Funktion erfüllen werden. Im Sinne dessen, ob es zum Ausbruch kommt oder nicht. Das bleibt mal abzuwarten. Letztlich auf der Oberseite, unabhängig dieser schrägen Trendlinien, ganz klar den Marken ja schon definiert, wohin es dann hier mit Blick auf die nächsten Tage gehen könnte. Schauen wir jetzt noch ganz kurz auf den Tageschart vom DAX. Hier, wie gesagt, auch aufgrund der gestrigen Schwäche, da ja die Gewinne des Vortages nahezu komplett relativiert wurden, hier der Tendenzfall nach unten. Und das war auch das, was ich im Stundenchart gerade sagte. Ich präferiere durchaus hier nochmal einen Dip nach unten. Eine Art Bereinigung auf hohem Niveau möglicherweise. Wer weiß es schon genau. Letztlich könnte ich mir vorstellen, dass der DAX hier einen Abtaucher nach unten macht. Dazu muss er aber die 11.700 definitiv durchbrechen. Oberhalb 11.7 ist, wie gesagt, hier immer wieder ein Stück weit Kaufinteresse zu verspüren gewesen. Das sehen wir auch hier sehr schön an den Tageskerzen der letzten Zeit. Hier bei 11.7, knapp über 11.7, wurde der Markt immer wieder hochgekauft. Und wenn wir eben drüber bleiben, hat sich hier noch nichts Gefährliches ergeben. Ansonsten abwarten, wie die Range hier aufgelöst wird. Wir müssen sehen, ob es hier für einen Ausbruch über 12.037, 12.050 reicht. Falls nicht, dann kann es eben nach unten gehen. Ansonsten bin ich hier auch ganz schnell wieder der Bulle, wenn es hier über 12.050, 12.100 hinausgeht. Aber das ist, wie gesagt, aktuell noch nicht abzusehen. Gut, liebe Zuschauer, dann wollen wir erstmal sehen, was der DAX noch macht. Wie gesagt, aktuell lethargisch, langweilig, wenig Impulse. Euro zieht hier ein Stück weit nach oben, hat aber allerdings auch gerade mal 55 Pips erst hinter sich. Da kann auch noch ein bisschen was gehen. Sie kennen die Korrelation. Achten Sie darauf, falls der DAX einbrechen sollte, dürfen Sie davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar nach oben zieht, also hier eine Euro-Stärke Einzug hält, was ja auch letztlich hier die europäischen und exportorientierten Unternehmen in den letzten Monaten beflügelt hat. Sollte es dann eine Korrektur am Gesamtmarkt geben, dann dürfte dies sicherlich den Euro auch beflügeln, wie unlängst schon mehrfach dargestellt. Gut, dann wollen wir es erstmal an dieser Stelle belassen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wir hören uns in jedem Falle später wieder, gegebenenfalls schon 14 Uhr, 14:30 zu den US-Konjunkturdaten. Und dann schauen wir mal, was der Markt uns da noch bereithält. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.